Ja, moin Freunde, ich bin ja mal wieder da mit meinem Helm und um den geht's auch heute. In dem Video, das ist übrigens am Start, den schauen wir uns jetzt mal genau an. Und zwar geht's hier los, vorne, seht ihr Niederösterreich Wappen? Ja, das so kann man es einstellen. Oder halt so, wie ich am Anfang gezeigt habe. Und jetzt kommen wir so zum interessanten Teil. So das Innere. Und jetzt kommt das eigentlich interessanteste vom Helm. So, hier der Kinnschutz. Da haben wir da extra das für den Kinn. Warte, ich setze kurz mal auf. Dass ihr das mal wirklich seht. So. Dann hat man da so einen Kinnschutz, genau beim Kinn. So, dann hat man das so, so wie ich es vorher gezeigt habe, kann man es so einstellen oder halt so. So kann man sich das einstellen, halt wie man es möchte. Und jetzt da gibt es dann hinten auch noch so Polster. Das Teil ist das, jetzt zweimal. Da. Die zwei Dinger. Die sind es. Die haben das. Nackenschutz nicht mehr das auch. Hier so haben die das da befestigt. An die zwei, dass das nicht runterfällt. Und so. Bitte. Ich kann es euch kurz mal zeigen. Ich setze kurz mal verkehrt rum an. Ich weiß, nicht so klug. Nicht nachmachen. So, jetzt haben wir ihn einmal verkehrt aus. Und das da gehört eigentlich hinten zum Nacken, dass der Nacken mit dem geschützt ist. Weil wenn jetzt ein Stein oder sowas auf dich drauf fällt, hast du nur das und tust dir nicht so weh. Also wir fassen kurz alles nochmal zusammen. So, hier ist dann das Logo. Kann man, also das da vorne ist hier. Kann man so einstellen und so. Hier Nackenschutz, dass man sich nicht beim Nacken wehtut. Innere für den Kopf, hinten, dass man sich nicht so hinten wehtut. Nackenschutz, falls ein kleiner Stein oder ein spitzer Stein auf dich drauf fällt, dass man sich nicht so wehtut. Und das, ja, halt aus dem ganz normal. Das da, bitte. Das. Das Teil da gehört für die Atemschutzmaske. Nee, ich habe jetzt nicht die, was ich immer schon habe. Ich habe nur die da. Also kann ich euch leider nicht zeigen. Mit der. So schaut das jetzt so aus. Warte. Ja. So schaue ich jetzt nur mit der Atemschutzmaske aus. Schaue ich jetzt so aus. Und das da, das heraus, gehört eben für das, dass man das so irgendwie einhängen kann. Und da gibt es natürlich dann noch einen Lungenautomat. Ich hole kurz. Ich sehe
irgendwann eine Peter. Jetzt zeige ich euch danach nochmal. So schaue ich jetzt damit aus. Mit der kompletten Ausrüstung. Lungenautomat. ATS-Maske. Ganz wichtig. Helm. Also die Atemschutzmaske. Das ist das Wichtigste. Das ist das Zweitwichtigste. Nach der Akkuschutzflasche. Beim Brandersatz. Und der Helm ist natürlich auch wichtig. Der Helm ist das Drittwichtigste, weil die muss man ja dann auch wieder drauf. Weil das ist trotzdem noch immer ein Einsatz. Dann braucht man noch einen Lungenautomat. Sagen wir so, das ist das Viertwichtigste von allen vier Sachen. Und ja, ich muss mir jetzt runter. Jo Freunde, ich bin auch da. Ich habe jetzt eine Atemschutzmaske rumhängen. Und ja, ich nehme jetzt kurz den Helm drauf. Weil genau so mit Atemschutzflasche hinten drauf geht man beim TUS-Alarm. Also TUS-Alarm, Brandverdacht. Das heißt, wenn Feuermelder oder etc. ausgelöst sind, dann macht man sowas schon mal. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich würde sagen, lasst eine Bewertung da, oder? Und ciao.